Hallo Freunde der Klemmbausteine, willkommen auf meinem kleinen Kanälchen. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und schaut mal, ich habe ein paar Klemmbausteine dabei. Völlig überraschend, oder? Von Imbrix, ein Bärchenset, Rila Kuma, oder ich nenne es jetzt mal Rila Kuma Serie, Chocolate and Coffee heißt das Ding hier. Zwei Bärchen dabei, bisschen Dings, bisschen Hintergrund. Ich habe hier schon ein paar andere Bärchensets gezeigt von Pandlos oder Inbrix. Das hier ist jetzt Rila Kuma. Rila Kuma ist ein Merch-Produkt. Das printen die auf alles drauf, was irgendwie mit Kindern zu tun hat. Pflaster, Tassen, Frühstücksdosen. Sowas wie Hello Kitty, nur nicht ganz so bekannt. Sieht schick aus. Rückseite, 1:1 Abbildung, noch ein bisschen Darstellung. Ansonsten nichts Wildes, aber stabile Karton. Teileanzahl gibt es leider nicht. Die Setnummer ist die 890401. Es gibt noch 02, 03, 04. Drei der Sets habe ich beim Bausteinreich gekauft. Das vierte hat mir AliExpress vorgeschlagen. Das gab es beim Bausteinreich nicht. Da habe ich dazu geschlagen. Die Sets kosten 16 Euro. Nagel ich mich nicht fest. Bei AliExpress kriegt ihr das Ganze für 10 Euro. Müsst aber dann auf diese tolle Verpackung verzichten. Ich weiß gar nicht, ob das im Video so rüberkam. Seht ihr, das glänzt. Das sieht toll aus. Schöner Karton. Kann man nichts gegen sagen. Hat hinten zwei Siegel oder vier, wenn man die andere Seite mitnimmt. Toll. Wir haben leider ein paar Stickerchen dabei. Vier Stück. Wir haben aber auch zahlreiche Prints. Ganz kurz. Die Anleitung ist ein Faltblatt. Aber ein recht großes Faltblatt. Das war bei allen diesen kleinen Sets so. Lässt sich nachbauen. Hat keine Fragen offen gelassen. War okay so. Teileanzahl gibt es leider keine. Bei den ganzen Inbrix-Sets nicht. Wenn ihr irgendwo eine Teileanzahl bei irgendeinem Hersteller findet, hat das irgendeiner gezählt und hat das dann abgedruckt. Wie verbindlich das Ganze ist, kann ich euch nicht sagen. Ich habe mir auch die Mühe schon gemacht bei einem Set. Mache ich aber nicht jedes Mal. Ich hätte jetzt mal so grob 250 Teile. Punkt. Wir haben allerdings auch ein paar schöne Prints dabei. Ich habe Fotos gemacht, mein Autofokus, ihr wisst Bescheid. Die Technik ist nicht ganz so toll. Da muss ich irgendwann nochmal dran. Aber gut, solange ich eine tolle Kamera habe, funktioniert das. Wie ihr seht, ich blende das hier Großformat ein. Ihr seht mich jetzt nicht mehr. Wir haben ein paar schöne Prints auf einer Kaffeetasse beziehungsweise auf so einem runden, transparenten Element. Wir haben eine Bärchentasse, eine Kaffeetasse, coole Sache. Ich habe ein paar Fliesen abgebildet, seht ihr, super Qualität. Eine 3x3 Fliese in Nougat, coole Sache. Blöd, dass da der eine Aufkleber drauf kommt. So hat man von der tollen Qualität überhaupt nichts. Dann haben wir hier noch zahlreiche Pearl Gold und Flat Silber und Dark Flat Silber Teile. Finde ich recht neckisch, ist eine coole Sache. Ja, wollen wir mal kurz die Bärchen angucken? Guckt mal. Da sind die zwei Teddybärchen, die dabei sind. Sind recht putzig. Ich möchte aber auch erwähnen, dass die Arme von dem kleinen Bärchen nicht so der Brüller sind. Die kann man zwar reinstecken, aber sobald man sie bewegt, bohren die sich wieder raus. Es sind auch keine Spielsets, also meiner Meinung nach nicht. Ich wüsste nicht, wo man da spielen sollte damit. Man baut die auf, stellt die hinten, sind gut. Ist trotzdem verbesserungswürdig. Muss man ja mal erwähnen. Ich meine, es gab bisher sehr, sehr wenig zu kritisieren an den Bärchensets. Da muss man auch mal sowas erwähnen, wenn was nicht ganz so optimal ist. Ja, ich bleibe heute in der Perspektive. Ich baue ein bisschen was auf, zeige euch was. Vielleicht mache ich auch direkt das Fazit. Mal gucken, was sich so im Bau ergibt. Halbzeit! Und schaut mal, das habe ich gebaut. Es geht recht flott, muss man ganz ehrlich sagen. Hier unten haben wir einen Technikrahmen, dann ein paar Randsteine, dass das Ganze ein bisschen höher steht. Hier vorne in Pearl Gold, Rila Kuma bedruckt, rechts und links eine Herzchenfliese dran. Einfach nur süß. Im Hintergrund haben wir so einen kleinen Beistelltisch, eine Ablage. Ist ein Kaffeebecher drauf, eine Kaffeetasse, Kanne, eine Teekanne. Auf der anderen Seite haben wir so ein Waschbecken mit einem Pearl Gold Wasserhahn. Bisschen Deko vorne dran.
Alles supi. Sieht klasse aus, finde ich. Wir haben hier hinten Paneele, so drei Stück dran. Die haben vorne in der Mitte, im unteren Bereich, so einen hässlichen Angriffspunkt. Den sieht man aber nicht mehr, weil der A durch die Fliesen verdeckt wird und B haben wir ja jede Menge Zeug davor gebaut. Selbst aber in der Mitte, wo man ihn eigentlich sehen müsste, ist er nicht mehr da, weil die Fliese eben davor ist. Finde ich nett. Ich finde, das sieht stark aus bisher. Oder? Und da sind wir schon fertig mit dem kleinen Set. Ist ja nicht viel dran. Für 15 Euro, muss man sich überlegen. Aber es sieht mega putzig aus. Anleitung, gar keine Probleme. Das Einzige, wo ich ein bisschen Schwierigkeiten hatte, war, die zwei Flat-Silber-Noppen hier zu erkennen. Da dachte ich, es wären transparente. Da es aber keine transparenten gibt, war dann die nächste Wahl das Silberne. Gar kein Problem. Ein paar Ersatzteilchen übrig, einmal eins, unter anderem auch so eine Pearl-Gold-Fliese und eine Pearl-Gold-Herzchen-Fliese. Nett. Zwei Teddybärchen, kommen wir gleich noch zu. Schau mal. Was auf den kleinen Raum an Details los ist, ist schon cool gemacht. Das sieht einfach klasse aus. Cool finde ich hier oben, ich nenne es mal Bücherregal, soll wahrscheinlich irgendwas anderes hier darstellen. Das kenne ich aus verschiedenen Sets. Das sind einmal zwei Plates, die einfach ineinander gesteckt werden. Die haben das Ganze nochmal getoppt. Das sind, einer dieser Teile hier drin ist ein Bruchstein 1x2. Dementsprechend haben wir auf beiden Seiten eine Fliese und wird einfach hier reingeklemmt. Das wird nicht genoppt, das klemmt einfach da drin. Ich finde das voll cool gemacht. Wir haben jede Menge Prints auf kleinen Sachen, auf Tassen, auf transparenten, runden Teilen. Die Bilder hier hinten, hinter der Leiter, dass man nicht mehr sieht, das sind Aufkleber. Das Schild hier ist ein Aufkleber und das große hier, das Bärchen hinter der Blume. Alles andere ist bedruckt. Ich lasse das mal so ein bisschen wirken. Ich finde es mega cool. Schöne Blumen haben wir gebaut. Nicht so einfach so eine Billigblume, sondern sind schon schöne Elemente mit dabei. Hier unten haben wir eine schöne Pflanze gebaut. Und wir haben ein mega cooles Sofa. Dieses Sofa ist der Knaller. Schöne Farbe, zwei Prints hinten drauf. Unten drunter, also die Sitzfläche ist eine 2x4 Fliese. Was auch gleichzeitig das Problem ist. Es gibt keine Fliese, wo eine Noppe an der Stelle wäre, damit dieser Bär mit seinem Loch sich irgendwo hinnoppen kann auf diesem Sofa. Dementsprechend haben sie das so gemacht. Wir nehmen den kleinen Bär, der hat allerdings eine Noppe hier. Kommt hier hin. Oder eins neben dran. Ich glaube eins neben dran. So. Und dann kann man den Bär einfach hier drauf setzen. Und dann wird er so ein bisschen eingeklemmt. Wenn man das Set gerade hält, funktioniert das sogar. Ja. So sieht das dann aus. Ich finde es voll putzig. Interessantes Feature ist noch, wir haben hier hinten ja so eine, komme ich mal mit meinem Wurstfingerchen rein, hier haben wir ein Fenster, das kann man sogar aufmachen. Geht eine Leiter hoch, keine Ahnung, wo es da hingeht, weil es geht eigentlich nirgendwo hin, aber ja, es ist ja ein Diorama, das man von vorne anguckt. Schöne Sache. Hier oben auch das Coffee, schöner Print, Herzchenfliese, auch mit Punkten drauf, alles bedruckt. Coole Sache, irgendwie kommen komische Geräusche irgendwo her. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Optisch wirklich schön, Teilequalität super. Klemmkraft 1A. Ein paar Angusspunkte hier und da, wie bei allen Steinchen. Ansonsten Fliesenqualität super. Klasse Sache. Was meint ihr da dazu? Putziges Set, oder? Wie gesagt, für 10 Euro kriegt ihr lieber AliExpress. Ohne Karton. Wenn ihr den Karton mit haben möchtet und hier in Deutschland kauft, dann zahlt ihr um die 15 rum, was aber auch okay ist. Ich finde es nett. Schreibt mir eure Meinung unten drunter, ich freue mich drauf. Habt noch einen wunderschönen Tag und denkt immer dran, Klemmbausteine verbinden.